Ich habe keine so schicke Präsentation, weil ich erst gestern mir überlegt habe, dass ich das hier mache, sodass ich ganz stolz bin, dass ich überhaupt eine habe, die hoffentlich in 10 Minuten passt. Zu mir selber kurz. Ich bin keine Politikerin, ich bin Referentin. Ich arbeite für die linke Fraktion im Untersuchungsausschuss und bereite da sozusagen die Arbeit für die Abgeordneten vor. Ich bin auch gar nicht primär sonst in Parlamenten verortet, sondern komme eigentlich eher auch aus dem, sagen wir mal, politischen Flügel der Hackerei, so ungefähr. Also, der Untersuchungsausschuss, der NSA-Untersuchungsausschuss, über den man ab und zu momentan in den Medien hört und in der Zeitung lesen kann, der ist entstanden, weil im Juni 2013 Edward Snowden ja angefangen hat, Material an Journalisten weiterzugeben, woraus dann viele Veröffentlichungen entstanden sind, aus der wir alle viel gelernt haben darüber, wie Massenüberwachung funktioniert, wie die Geheimdienste vor allen Dingen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens zusammen mit vielen anderen versuchen, so viele Daten wie möglich über alle Menschen zu erfassen und auszuwerten. In Deutschland hat es dann im September 2013 eine Wahl gegeben. Und diese Wahl war natürlich, obwohl die Bundesregierung gesagt hat, das ist alles halb so wild und ist auch gar nicht richtig wahr und hier findet das gar nicht statt, hat trotzdem die Politikerinnen und Politiker sehr beeindruckt. Und das war ein dominantes Thema, was viele sehr bewegt hat in der Zeit. Und das hat dazu geführt, dass die neu gewählten Bundestagsabgeordneten dann, als sie angefangen haben zu arbeiten, relativ bald gemeinsam zu der Überzeugung kamen, wir müssen uns damit beschäftigen, ob das wirklich stimmt, was in diesen Veröffentlichungen steht und was davon stimmt und was das für eine Auswirkung auch auf die Menschen und auf die Politik in Deutschland hat. Und dann haben sie, das hat eine Weile gedauert, miteinander darüber verhandelt, was so eine Untersuchung sein soll und wie die funktionieren soll. Und im März 2014 wurde dann der sogenannte NSA-Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der besteht aus 8 Abgeordneten und die sind im selben Verhältnis von der Zahl her wie der Bundestag selber zusammengesetzt, der ja momentan eine 80% Mehrheit aus CDU und SPD hat, die die derzeitige Regierung bilden und eine kleine Opposition aus Grünen und Linken. Und genauso ist es im Ausschuss eben auch, also 4 Abgeordnete von CDU, CSU, 2 von der SPD, ein Grüner und eine linke Abgeordnete. Das zeigt dann auch so ein bisschen manchmal, wie die Entscheidungen in dem Ausschuss tatsächlich getroffen werden. Wenn es dann der Regierung zu nah auf die Pelle rückt, dann machen die regierungsvertretenen Abgeordneten nicht immer alles mit, was der Aufklärung dienen würde. Wozu ist der Untersuchungsausschuss? Was ist sein Auftrag? Sein Auftrag ist aufzuklären und herauszufinden und zu untersuchen, wie diese Überwachung durch die sogenannten Five Eyes, also die Geheimdienste der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Kanada, Neuseeland und Australien, das ist ein ganz enger Geheimdienstverbund, die sehr eng miteinander kooperieren und alle anderen nicht so richtig sich in die Karten schauen lassen. Die heißen eben Five Eyes, wie diese Five Eyes Geheimdienste gemeinsam mit dem BND möglicherweise, also dem deutschen Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst, von nach oder in Deutschland die Kommunikation überwachen. Das soll herausgefunden werden, ob das stattfindet und wie das stattfindet und was eben die deutschen Sicherheitsbehörden damit zu tun haben. Insbesondere, und das bezieht sich auf Überwachung von allen Menschen in Deutschland, und speziell soll aber auch, findet der Bundestag, herausgefunden werden, ob die Bundesregierung und wie sie überwacht wird, das Parlament und die Bundesbehörden, also sowas wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aber auch die verschiedenen Ministerien, Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium und so weiter. Und der dritte große Teil, um den es geht, ist, dass der Ausschuss, wenn er das dann herausgefunden hat, wie das stattfindet, Empfehlungen abgeben soll, wie die IT-Sicherheit in Deutschland besser gesichert werden kann und wenn es diese Überwachung gibt, was dagegen unternommen werden muss. Und dann gibt es noch 2 Unterpunkte, die so ein bisschen anders sind als der große Rest, wo es um die Gesamtüberwachung geht. Und das ist einerseits die Beteiligung Deutschlands am geheimen Krieg. Und mit geheimem Krieg ist gemeint der Krieg der USA, der mit Drohnen durchgeführt wird. Also kein offen erklärter Krieg, wo Truppen einmarschieren oder Bomben aus Flugzeugen geschmissen werden, sondern das, was seit vielen Jahren mittlerweile vor allen Dingen in Afghanistan und Pakistan, aber auch im Horn von Afrika, also in Somalia und Jemen vor allen Dingen stattfindet, wo eben unbemannte Flugzeuge, Drohnen gesteuert werden, die dann
Bomben oder verschiedenste andere Dinge eben abwerfen und woraufhin dann Menschen sterben, ohne dass diesen Ländern der Krieg erklärt worden wäre. Deswegen heißt das Geheimer Krieg. Und es gibt die Vermutung und deutliche Hinweise darauf, dass auch Deutschland damit zu tun hat, aus zwei Gründen. Weil einerseits zur Steuerung dieser Drohnen und um überhaupt festzustellen, wer da getroffen werden soll, wie diese Leute gefunden, man sagt lokalisiert werden können, sind ja Daten nötig, zum Beispiel Mobilfunkdaten, aber auch andere Erkenntnisse. Und die Frage, die sich für den Untersuchungsausschuss stellt, ist, haben deutsche Sicherheitsbehörden, hat der BND, aber vielleicht auch Verteidigungsministerium, die Armee, die Bundeswehr und deren Sicherheitsabteilungen, haben die solche Daten erfasst, irgendwie erlangt und haben sie an die Amerikaner weitergegeben und werden auf diese Art und Weise dann Menschen umgebracht. Das hängt dann schon gleich mit dem zweiten Teil zusammen, der da unten drunter steht, die Beteiligung von US-Behörden an Befragungen von Flüchtlingen. Das ist gerade aktuell auch im Ausschuss, hat das eine Rolle gespielt. Es ist tatsächlich so, dass seit dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland US-Behörden Flüchtlinge in Deutschland befragt haben, die in Deutschland angekommen sind. Das bezog sich erstmal auf den Kalten Krieg, also vor allen Dingen auf Leute, die aus der damaligen Sowjetunion nach Westdeutschland gekommen sind. Und inzwischen bezieht sich das vor allen Dingen aber auf Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten kommen, immer noch aus Russland und vom Balkan, die befragt werden dazu, was sie wissen über eben auch möglicherweise Ziele, die möglicherweise dann auch im Drohnenkrieg angegriffen werden. Und dann geht es auch noch um die US-Militärbasis Ramstein in Süddeutschland, von wo aus oder die wichtig ist, in der Kommunikationskette, wie die Drohnen gesteuert werden. Die Leute, die diese Drohnen faktisch steuern mit Kameras und sozusagen an einem Bildschirm sehen, die sitzen in den Vereinigten Staaten. Aber die Signale, die sie brauchen von den Drohnen, die ja faktisch in Afghanistan, in Pakistan fliegen, die müssen ja dann zu denen in die USA kommen und die werden geleitet über die US-Militärbasis in Ramstein, die aber auf deutschem Boden steht. Und der rechtliche Zustand ist eben so, dass das eine US-Militärbasis ist. Gleichzeitig ist sie aber auf deutschem Boden. Das heißt, die USA müssen sich an deutsche Gesetze halten. Das heißt auch, dürfen nicht illegal Krieg führen von deutschem Boden aus. Weil von deutschem Boden aus soll kein Krieg geführt werden. Das ist ganz klar Gesetzeslage in Deutschland. Und damit ist das illegal, wovon wir ziemlich sicher ausgehen, dass eben durch passive deutsche Unterstützung dieser Krieg geführt wird. Und darum geht es, das soll dieser Ausschuss ermitteln. Und da sind wir auch dabei. Das ist also der Auftrag. Und wie arbeitet so ein Untersuchungsausschuss? Jetzt mal so ganz grundsätzlich ein bisschen Politik. In der Demokratie ist es ja so, dass die Bevölkerung in Wahlen das Parlament wählt. Und aus dem Parlament entsteht dann die Regierung. Also wird die Kanzlerin gewählt, die wiederum eine Regierung mit Ministerien ernennt. Und theoretisch ist die Funktion des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren. Also wenn die Regierung sagt, wir wollen ein Vorratsdatenschutzgesetz, Vorratsdatenspeicherungsgesetz, dann muss das Parlament dem zustimmen. Das ist die Kontrollfunktion des Parlaments. Die Regierung ihrerseits kontrolliert den Geheimdienst, also den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst. Und dann gibt es noch den militärischen Abschirmdienst, den MAD in Deutschland. Diese drei Dienste gibt es. Und so funktioniert eigentlich formal in der Demokratie die Kontrolle dieser verschiedenen Institutionen eigentlich. So ein Untersuchungsausschuss ist also dazu da, die Bundesregierung zu kontrollieren in dem, was sie da tut und hat in gewisser Weise theoretisch auch die Macht über die Bundesregierung. Also die Macht liegt eigentlich bei der gewählten Vertretung im Bundestag. Das ist jetzt alles Theorie, da kann man noch viel Aber dazufügen, aber nicht in 10 Minuten. Und damit kann der Ausschuss jetzt sagen, so, wir wollen das kontrollieren, was ihr da macht. Wir wollen jetzt zu den Themen, die unser Auftrag umfasst, wollen wir von euch Material haben. Wir wollen beispielsweise alles wissen, was mit Datenerfassung zu tun hat. Wenn der BND irgendwen überwacht und irgendwo Daten erfasst, möglicherweise irgendwie in Kooperation mit der NSA, dann wollen wir alles wissen, was ihr darüber wisst. Ihr müsst uns alle Unterlagen, die ihr habt, geben. Das hat am Anfang des Ausschusses stattgefunden. Neben meinem Büro ist ein weiteres Zimmer, das voll steht mit ausgedruckten Akten, wo ganz viel über diese Sachen drinsteht und über die verschiedenen anderen Sachen, die im Untersuchungsauftrag stehen. Wir, also Leute wie ich, die Referentinnen und Referenten, lesen diese Sachen oder einen Teil davon,
versuchen zu verstehen, was da drin steht. Das ist ja nicht ordentlich sortiert und chronologisch aufgebaut, sondern ein wirres Durcheinander, weil die Regierung faktisch vielleicht gar nicht unbedingt so dringend möchte, dass wir genau verstehen, was da passiert. Und dann überlegen wir, okay, das ist aber komisch, da gab es offenbar zum Beispiel eine Operation, wo Daten erfasst wurden durch den BND am Datendrehkreuz in Frankfurt. Aber das ist ja seltsam, der Bundesnachrichtendienst ist ja ein Auslandsgeheimdienst, wieso erfassen die Daten in Frankfurt? Und dann sagen wir, okay, dann wollen wir Leute haben, die damit beschäftigt waren, die laden wir als Zeugen vor in den Ausschuss und die kommen dann in den öffentlichen Anhörungen und dann werden sie von den Abgeordneten befragt dazu, was sie da gemacht haben, was sie da gesehen haben, wie das eigentlich funktioniert, teilweise Techniker. Und das ist tatsächlich, finde ich, extrem spannend, weil bisher noch nie über die Technik des Bundesnachrichtendienstes in aller Öffentlichkeit in öffentlichen Ausschusssitzungen berichtet worden ist. Da haben, glaube ich, viele Leute viel gelernt, auch ich. Und natürlich wird dann auch versucht rauszukriegen, wo bisher gelogen worden ist, auch in der Öffentlichkeit gelogen worden ist. Das findet immer statt in den sogenannten Sitzungswochen des Bundestages. Der Bundestag tagt ja nicht jede Woche, auch nicht jede zweite, sondern aber ungefähr in der Hälfte des Jahres finden diese Sitzungswochen statt. Immer an den Donnerstagen ist dann den ganzen Tag Untersuchungsausschuss, meistens etwa bis Mitternacht, dann ist Schluss. Wir hoffen, bis zum Ende des Ausschusses, und der muss in der Legislatur, also vor der nächsten Bundestagswahl, fertig sein, zumindest ungefähr alle Themen mal abgedeckt zu haben. Und der Ausschuss selber kann dann nicht viel machen, außer einen Bericht zu schreiben für den Bundestag, der dann wiederum die Möglichkeit hat, zum Beispiel bestimmte Praktiken zu ändern. Das ist so die Theorie, wie das funktioniert. Und was ist nun tatsächlich passiert an Themen? Ganz viel, ich reiße jetzt nur mal so ein paar an. Ein großer Streit, den es gegeben hat, war der darum, ob Edward Snowden als Zeuge aussagen soll. Denn der kennt ja die ganzen Unterlagen am besten, der weiß am genauesten, was die NSA macht, oder sicherlich nicht am genauesten, aber er ist der Einzige, der bereit ist, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und das wollte die Bundesregierung nicht. Also CDU, CSU und SPD verhindern, dass Edward Snowden im Ausschuss aussagt. Wir haben gesagt, der muss ganz unbedingt, und sind dann auch vor das Verfassungsgericht gegangen und haben gesagt, der Ausschuss kontrolliert die Regierung, die können sich das nicht aussuchen, die müssen das möglich machen. Aber das Verfassungsgericht in dem Fall war feige und hat gesagt, das ist irgendwie, ihr seid hier falsch, eure Klage ist formal nicht ganz richtig, die hättet ihr anders machen müssen, deswegen entscheiden wir das jetzt mal nicht. Deswegen schwimmt das immer noch rum, ob der nun irgendwann mal kommen kann oder nicht. Und dazu gibt es natürlich die Diskussion drumherum, ist das vernünftig, ihn vorzuladen? Ist Deutschland eigentlich in der Lage, ihn zu schützen vor den USA? Auch an uns gerichtet, ist das nicht gefährlich, was ihr macht, wenn ihr den hierher holt? Und möglicherweise wird er dann entführt. Und ich muss sagen, Edward Snowden, ich habe den Eindruck, der weiß genau, was er tut. Und unsere Position ist, wenn er kommen will, dann soll er die Möglichkeit haben. Und das ist unser Job, ihm diese Möglichkeit zu verschaffen. Ob er das dann macht, das muss er natürlich selber entscheiden. Wir können ihn nicht zwingen, also wollen wir auch überhaupt gar nicht. Und wenn er dächte, also falls es jemals so weit käme, was ich nicht glaube, weil die Bundesregierung sich einfach anders verhält, aber wenn es jemals so weit käme, dass die Möglichkeit da wäre, dann müsste er das entscheiden. Und natürlich wüssten wir sehr gerne, was er über viele Sachen zu sagen hat, die wir dem Nachrichtendienst nur sehr mühsam aus der Nase ziehen. Wir sollen eigentlich NSA und GCHQ, also den britischen Geheimdienst, vor allen Dingen untersuchen, beschäftigen uns momentan aber seit einem Jahr mit dem Bundesnachrichtendienst. Warum ist das so? Eigentlich müsste das Ding mittlerweile BND-Untersuchungsausschuss genannt werden, weil es sich eben immer darum dreht. Vor allen Dingen, weil wir die USA nicht zwingen können, uns Dokumente zu geben und die Bundesregierung sich auf geheime Abkommen mit den Vereinigten Staaten zurückbezieht und sagt, wir haben mit denen ein Abkommen über die Geheimdienstkooperation und wir dürfen euch die Unterlagen, die wir haben, nicht geben. Da müssen wir die USA um Erlaubnis fragen, bevor wir das tun, und die sagen immer nein und deswegen können wir euch das nicht geben. Deswegen haben wir nur ganz, ganz wenig über diese Praxis der Vereinigten Staaten, und weil wir aber sehr viel über den BND haben, was auch schon nicht ohne ist, nehmen wir halt erstmal das. Ein ganz wichtiges Thema ganz am Anfang zum Beispiel war die Aussage von verschiedenen Verfassungsrechtlern, die im Ausschuss ausgesagt haben, als es um die Frage ging, wie ist es eigentlich, darf der BND das tun, was die bisher immer glauben, nämlich dass sie im Ausland einfach alle Leute überwachen dürfen. Einfach so, alle. Und die Verfassungsrechtler haben alle gesagt, überhaupt gar nicht. Es gibt einen Artikel im Grundgesetz, Artikel 10, der schützt die Kommunikation. Das habe ich hier auch nochmal mitgebracht. Der ist ganz klar, Grundrecht in Deutschland gilt für alle. Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
darf nicht abgehört werden. So, ein paar Absatz 2 erklärt dann, in welchen Fällen dann doch, der Theorie nach, wenn irgendwo Terroristen davon abgehalten werden müssen oder verhaftet werden müssen, dann muss man deren Kommunikation abhören können bei Strafverfolgung. In dem Fall ist Artikel 10 einzuschränken. Dafür gibt es dann auch ein eigenes Gesetz. Das ist ziemlich kompliziert, aber die Theorie, wie gesagt, ist erstmal, die Kommunikation ist geschützt. Das muss ja irgendwo festgeschrieben sein. Das ist ein Grundrecht. Und die Verfassungsrechtler haben dann gesagt, das ist natürlich nicht nur ein Grundrecht nur für Deutsche. Es gibt keine deutschen Grundrechte. Es ist ein Grundrecht für alle Menschen. Das heißt, auch der Bundesnachrichtendienst, wenn er im Ausland überwachen will, braucht dafür eine rechtliche Grundlage, braucht dafür eine Anordnung oder muss irgendwie definiert bekommen haben, wen und warum er das überwachen darf, sagen die Verfassungsrechter. Einer davon war Präsident des Verfassungsgerichtes, ist Mitglied der CSU und auch der ist dieser Meinung. Das führt aber nicht dazu, dass die Bundesregierung jetzt dem BND sagen würde, Moment, dann müssen wir mal was ändern, sondern bisher ist das der Bundesregierung schlichtweg egal. Das sagt viel darüber aus, wie das mit der Kontrolle in der Praxis funktioniert. Aber das war auf jeden Fall eine, ja, vielleicht nicht im Moment skandalös prickelnde Erkenntnis, aber das war so für das, wie Politik und Nachrichtendiensten, Dienstkontrolle funktioniert, schon eine relativ wichtige Sache. Und dann haben wir sehr viele Dinge rausgefunden, über die ich noch viele Stunden sprechen könnte und die sich vielleicht grob so unter dem Dach fassen lassen können, dass wir bei diesen vielen Kleinigkeiten, die wir dem BND nachgewiesen haben, an Unrechtmäßigkeiten, vor allen Dingen eben, dass der BND ganz viele Gesetze, an die er sich halten müsste, nicht einhält und dass das aber niemand weiß, weil der BND als Nachrichtendienst ja nicht öffentlich darüber Bericht erstattet, was er tut und auch kontrolliert wird, nur von geheimen Gremien im Bundestag, die ihrerseits vielleicht zwar wissen, was der BND tut, aber mit niemandem darüber reden dürfen und das, was sie über den BND erfahren, auch nur vom BND erzählt bekommen. Das heißt, auch selber in der Regel nicht in der Lage sind, nachzukontrollieren, was da tatsächlich ist und es häufig nicht verstehen. Und um jetzt mal vielleicht so einen kleinen Bezug zur Technik herzustellen, ein so ein Beispiel, dass das sehr schön zeigt, ist die sogenannte 20%-Regel im G10-Gesetz. Also dieses G10-Gesetz, was genau regelt, wie überwacht werden darf, da steht ganz klar drin, wenn der BND Daten aus Kabeln, aus Kommunikationskabeln erfasst, dann müssen zuallererst, die dürfen maximal 20% der Daten in so einem Kabel erfassen. Zunächst müssen sie sozusagen trennen, 80% müssen weg und 20% dürfen sie sich angucken. Nun ist es aber so, dass das ein Gesetz ist von 2001 und in 2001 verlief Telekommunikation in Deutschland in der Regel analog. Die Umschaltstellung auf digitale Kommunikation, sogenannte paketvermittelte Kommunikation, hatte noch nicht stattgefunden. Und bei analoger Kommunikation ist es so, wenn man 20% nimmt, dann hat man halt 20% der Telefonate oder der E-Mails und 80% nicht. Bei paketvermittelter Kommunikation gibt es keine kompletten Telefonate oder E-Mails in den Kabeln, sondern kleine Pakete, die am Anfang des Transports getrennt werden und hinterher wieder zusammengefügt werden. Wenn man dann in der Mitte 20% wegnimmt, hat man keine verständlichen, überwachbaren Kommunikationen. Man hat keine E-Mails oder Telefonate. Und dann hat der BND, das haben uns die Techniker des BND, als versucht haben zu verstehen, wie die das praktisch machen, ganz im Detail, erklärt, ja, aber das macht ja dann auch gar keinen Sinn, wenn wir erst die 20% abtrennen und den Rest wegschmeißen. Deswegen müssen wir das anders machen. Das ist aus Perspektive des BND total logisch. Aus Perspektive der kontrollierenden Politik wäre, als das angefangen hat, ungefähr 2004, 2005 nötig gewesen, das Gesetz zu ändern. Ich bin jetzt keine große Freundin davon zu sagen, wir müssen einfach nur die Gesetze anpassen, damit die illegale Überwachungspraxis dann jetzt legal wird. Das ist das, was demnächst passieren wird, das wird die Bundesregierung jetzt machen. Aber was das sehr schön zeigt, beispielhaft, ist, dass der BND eben einfach die Gesetze so interpretiert, wie er möchte. Und dafür gibt es ganz viele andere Beispiele auch, die ich jetzt noch erzählen könnte. Und weil es niemand mitkriegt, machen sie einfach, was sie wollen. Und das hat dieser Untersuchungsausschuss in ganz vielen Fällen gezeigt. Und damit beschäftigen wir uns momentan und noch weiter. Und ich vermute, dass ich jetzt gut rum und durch bin mit meiner Zeit. Deswegen höre ich jetzt einfach mal auf. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr ja fragen.